So, jetzt werfen wir einen Blick gemeinsam mit einem Politikwissenschaftler drauf, Professor Johannes Warwick. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich grüße Sie auch. Guten Tag. Eine knackige Überschrift von der dpa heute sagt, Kiew drängt, Scholz bremst. Es geht natürlich um die Marschflugkörper. Sehen Sie das auch so? Ja, Deutschland gehört jedenfalls im Kanzleramt zu denen, die zögerlich sind bei immer mehr Waffenlieferungen. Am Ende haben sie dann aber doch dem zugestimmt, was die meisten westlichen Alliierten machen. Wir hatten eigentlich eine gleiche Debatte bei Panzerlieferungen, bei anderen Waffengattungen, jetzt die Taurus, die langreichenden Raketen. Deutschland steht in der Tat auf der Bremse, aber man kann davon ausgehen, dass diese Bremse sich irgendwann auch löst. Ja, also so täglich grüßt das Murmeltier nach dem Prinzip. Da sagt der Kanzler dazu in seinem Sommerinterview, so wie in der Vergangenheit werde die Bundesregierung jede einzelne Entscheidung sehr sorgfältig überprüfen. Jetzt kommt's. Was gehe, was Sinn mache, was der deutsche Beitrag sein könne. Damit hat er doch eigentlich schon die Antwort gegeben. Was geht, was Sinn macht und was der deutsche Beitrag sein kann. Wir haben sie und es macht Sinn, oder? Das ist die Frage, ob das in dieser militärischen Auseinandersetzung tatsächlich Sinn macht oder, und das ist ja auch die Sorge in den USA, sonst hätten die schon längst mehr geliefert, dass man gewissermaßen doch in einen Krieg mit Russland gerät. Und diese Abwägung ist jeden Tag neu zu treffen. Und im Moment wird das im Kanzleramt offenkundig so getroffen, dass man eher zur Vorsicht rät. Vielleicht auch, dass man zu denen gehört, das hoffe ich jedenfalls, die eher auf eine politische Lösung in diesem Krieg drängen. Es gab Gespräche in Kopenhagen, es gab vergangenes Wochenende in Saudi-Arabien eine große Konferenz. Und ich würde mir wünschen, dass Deutschland in diesen Fragen aktiver ist, als so eindimensional in dieser Waffenlieferungsfrage zu denken, weil ganz offenkundig befinden wir uns doch in einer militärischen Pattsituation, wo keine Seite in der Lage ist, diesen Krieg militärisch zu entscheiden. Und wenn das so ist, dann muss es eine politische Lösung geben. Die ist im Moment nicht in Sicht und Russland will auch nicht verhandeln, das ist richtig. Aber ich würde mir mehr Energie wünschen für eine diplomatische Lösung. Ja, da muss ich aber einhaken. Wenn Sie das schon so sagen, Sie würden sich das so wünschen, wo sehen Sie denn das Fenster? Dann sagen Sie selbst auch, da gibt es gar kein Fenster gerade. Was denn nun? Na, das Fenster ist nicht da, aber das muss man schaffen. Und umgekehrt ist es ja so, dass ganz offenkundig militärisch dieser Krieg auch im Moment nicht entschieden werden kann. Wir haben eine Pattsituation und das hört sich nüchtern an, Pattsituation. Das heißt aber, dass jeden Tag sehr, sehr viele Menschen sterben auf beiden Seiten, dass die ukrainische Infrastruktur Schritt für Schritt von Russland zerstört wird. Und man fragt sich schon, was ist denn das politische Ziel? Ich denke, es wird früher oder später Verhandlungen geben müssen und da werden auch Kompromisse nötig sein, auch zuletzt, nicht zuletzt auf ukrainischer Seite, die vermutlich schmerzlich sind. Aber wenn man ein Ende dieses Krieges will, dann muss man kompromissfähig sein und nicht auf dieser Maximalposition bestehen, wie die Ukraine das im Moment macht, dass ihr gesamtes Staatsgebiet von russischen Soldaten befreit werden muss. Das ist moralisch richtig, völkerrechtlich auch richtig. Aber ob das realistisch ist, politisch, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Und da können auch immer mehr Waffenlieferungen wenig zu beitragen. Also Sie sagen damit dann dem Kanzleramt, macht das mal bitte so weiter und sagt aber bitte der Ukraine, dass die Krim verloren ist und dass diese östlichen Gebiete, naja, da sollte man nicht so kleinlich sein, weil auf seine Maximalforderung beruft sich ja auch der russische Präsident Putin. Also wo ist da jetzt die Lösung? Ukrainer sagen, wir treten vielleicht gerade auf der Stelle, es geht nicht vorwärts und nicht rückwärts. Deswegen bräuchten wir ja beispielsweise noch andere Waffensysteme, um die Fronten auch zu verändern. Ja, das ist jetzt die entscheidende Frage. Die westliche Strategie läuft im Moment in die Richtung, dass man denkt, mit immer mehr militärischer Unterstützung gibt es irgendwann ein Einlenken Russlands und dann sozusagen eine Friedenslösung zu möglichst guten Bedingungen der Ukraine. Und ist doch gar keine Frage, dass ich mir das auch wünschen würde. Ich kenne überhaupt niemanden, der sich das nicht wünschen würde. Die alleinige Frage ist, ist das ein realistisches Ziel oder verheizen wir, ich will das so deutlich sagen, in dieser Situation immer mehr Soldaten und riskieren im Prinzip, dass die Ukraine Schritt für Schritt mehr zerstört wird. Und da würde ich einfach sagen, wir müssen noch mal neu nachdenken. Und am Ende muss das natürlich die Ukraine selbst entscheiden. Aber wir sind in der Verantwortung, wenn wir Waffen liefern. Und im Übrigen sind wir auch in der Verantwortung, weil wir ein Interesse an Stabilität an diesem europäischen Kontinent haben und ein Interesse haben, nicht in einen Krieg mit Russland zu geraten. Und all das spricht dafür, dass man die diplomatischen Bemühungen
intensiviert. Und ich sage überhaupt nicht, dass das leicht ist oder dass es jetzt schon eine Lösung gibt, die auf dem Tisch liegt, die man nur umsetzen muss. Nein, um die muss man ringen. Aber das kann man nur in diplomatischen Verhandlungen erreichen. Ja, dann sind Sie ganz auf Kanzlerlinie. Der hat gesagt, Deutschland werde es sich weiter schwer machen. Das fänden die Menschen in Deutschland seinem Eindruck nach sehr richtig. Ist das auch Ihr Eindruck, dass die Menschen in Deutschland wollen, dass wir mit diesem Zögern, was ihm ja auch immer wieder vorgeworfen wird, und ja vielleicht auch manchmal taktieren mit der Antwort und der Lösung, damit besser fahren? Also ich erlebe jedenfalls, dass in den Medien und bei vielen Experten immer der Ruf nach immer mehr Waffenlieferungen laut und schnell ist, dass das aber in der Bevölkerung deutlich anders aussieht. Dafür sprechen Meinungsumfragen, dafür sprechen auch viele Erfahrungen in vielen Veranstaltungen, die ich mache. Ich glaube, viele Menschen wünschen sich mehr Energie in politische Lösungen zu setzen. Das spricht überhaupt nicht dafür, jetzt alle Waffenlieferungen einzustellen. Das wäre auch nicht meine Position. Natürlich muss die Ukraine sich verteidigen können. Aber gewissermaßen in einem dauerhaft aussichtslosen militärischen Kampf zu gehen, glaube ich, das überzeugt immer weniger Leute. Und da bin ich froh, dass wir im Kanzleramt jemanden sitzen haben, der eher zögerlich ist. Im Auswärtigen Amt sitzt gewissermaßen ein Gegengewicht. Im BMVG, also im Verteidigungsministerium, ist man ungefähr in der Mitte. Das scheint mir im Moment so das Kräftegleichgewicht in der Bundesregierung zu sein. Und ich bin froh, dass das Kanzleramt, das am Ende entscheidet, eher zögerlich ist. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke ganz herzlich fürs Gespräch, Professor Warwick. Sehr gerne.